Willkommen zu TikTok Hotlap. Die Formel 1 ist diese Woche in Japan unterwegs und passend dazu werden wir natürlich auch auf den Suzuka Curse eine Runde drehen. Abonniert gern kostenlos den Channel. 1987 gab es das Debüt und den Streckenrekord hält Lewis Hamilton mit einer 1:30.9. 18 Kurven hat die Strecke, 7 links und 10 rechts, eigentlich ausgewogen. Michael Schumacher hat mit 6 Siegen die meisten und mit 8 Pole Positions ebenfalls Michael Schumacher und 5,807 Kilometer ist eine Runde hier lang. Noch einmal die Randdaten im Vorbeigehen. Eine DRS-Zone gibt's, aber vor allem der Höhenunterschied ist extrem enorm, denn gerade Richtung Turn 6, 7 geht's richtig nach oben. Der erste Sektor ist quasi nur bergauf. Es geht los hier aus der letzten Kurve raus. Abonniert gern kostenlos. DRS das einzige Mal auf der Strecke aufgedreht. Full Speed Richtung Turn 1, dann spät bremsen, den Anker werfen und hoffen, dass man in Turn 2 reinkommt. Wir gucken uns das Ganze noch einmal aus der Außenperspektive an. Es ist so verdammt schnell, wie unheimlich die Formel 1 hier unterwegs ist. Ich war nicht ganz auf der Ideallinie, doch ich hatte hier eine andere, meiner Meinung nach bessere und schnellere Linie. Es geht in die SS, nur die ersten 1-2 Kurven würde ich den Körper berühren und dann eher so ein bisschen sich vorbeischlingeln. Das ist eine Schlüsselkurve hier, Turn 7, der Exit verdammt wichtig, wobei ich mir das noch einmal angucken muss. Sektor 1 ist dann quasi vorbei, aber dieser Sektor ist wirklich, da werden Fahrer zu Männern und das ist wirklich ein Sektor, da musst du wirklich on point sein. Da noch einmal, da war ich, da habt ihr es gesehen, ich war auf diesen Körper drauf, der hat mich vielleicht für eine Sekunde getragen und das war schon ein großer Fehler. Und Turn 7 hier rechts, gab es so viele Ausritte, wenn man sich da verschätzt, bist du dann direkt im Kiesbett oder noch viel schlimmer. Da hatte mal, diese Kurven sind wirklich Hölle, Track Limits ganz, ganz schwierig hier einzuhalten. Auch rechts darf man den Körper nicht berühren. Hier hatte Dani Kvyat mal einen schweren Unfall zu Red Bull Zeiten noch. Turn 10, der Mini-Spoon, es ist wirklich eine Kurve, die hängt regelrecht nach innen und wenn du da probierst, so ein bisschen eine andere Linie zu fahren, verlierst du so extrem viel Zeit. Es ist wirklich schwierig hier zu fahren, rausbeschleunigen, den Körper leicht nutzen und es geht dann in die langgezogene Kurve 12. Die ist wirklich ewig lang und wenn du dich da verschätzt, bist du mit dem linken Vorderreifen im Gras und vor allem dann auch komplett weg, denn das zieht dich nach außen wie ein, wie ein Staubsauger gefühlt. Es geht in Spoon rein, eines der Aushängeschilder der Strecke. Rechts die Track Limits einhalten, beim Rausbeschleunigen viel Schwung hier mitnehmen, den ganzen Körper an und für sich nützen, aber der ist halt auch wirklich wie so eine Klette, denn der hängt auch nach außen enorm und wenn du da dich zu stark raustragen lässt, bist du eigentlich auch wieder weg vom Fenster. Es ist eine Oldschool Racing Track Strecke, wirklich. Man hat hier kaum Auslaufzonen, es gibt viele Kiesbets, aber auch viel Gras und ja, hier kommt die 130R, meine absolute Lieblingskurve auf dieser Strecke, nur nicht zu weit neben die Strecke kommen. Hier hatte Jules Bianchi auch 2014 seinen Hardcore-Unfall, die letzte Schikane kostete damals Michael Schumacher den 8. Titel, ein gewisser Fernando Alonso hat ihn nämlich hier zugrunde gefahren. Es geht hier raus, Turn 17 und vor allem auch 18 erfordert einen perfekten Exit, um sich dann hier auf die nächste Runde oder in unserem Fall auf die Bestzeit zu fokussieren. Es war eine 1:27.5, also ich würde mal sagen eher so mittelmäßig und wir werden natürlich auch auf meine Rennerwartungen noch eingehen. Wie gesagt, ich denke es wird ein Regenrennen geben, weswegen es auch viel Tamtam geben wird, da bin ich mir nahezu sicher, denn wie ich die FIA kenne, dann wird man wieder den Pussy-Modus einschalten und wieder warten und dann irgendwie so 20 Minuten rennen, weil dann die Sonne schon untergeht oder so. Ich kenne diesen Verein leider schon zu gut, als dass es mich anders erwarten würde. Jetzt kommen wir zu meinen Predictions für den großen Preis und ich würde mal sagen, ich sehe klar Red Bull. Also es war in der Vergangenheit immer eine Red Bull-Mercedes-Strecke, doch Mercedes sieht kein Land aktuell. Also sehe ich mal auf den dritten Platz Carlos Sainz, der wird seinen Aufschwung mitnehmen können und ich glaube auch, dass der wirklich aktuell so ein bisschen das Momentum mitnimmt und vor allem auch besser als Charles Leclerc. Leider ist, ich bin eher ein Leclerc-Fan, aber aktuell ist wirklich Sainz sehr toll. Auf dem zweiten Platz Sergio Perez. Der wird auch im Qualifying keine Chance gegen Max Verstappen haben, aber wird im Rennen Konkurrenz
los sein zu den hinteren Leuten, aber chancenlos zu meinem ersten Platz. Und da sehe ich ganz, ganz klar Max Verstappen. Der wird das Rennen easy gewinnen, wird alles in Grund und Boden fahren. Und vor allem ist das die Rache für den Bremsdefekt, den eigentlich ja er selbst zu verschulden hatte. Aber lasst uns da jetzt mal nicht drüber reden. Also meine Top 3 stehen fest. Ich denke mal, Verstappen wird das easy mit einem 25-30 Sekunden Vorsprung. Sollte alles nach Plan laufen gewinnen. Wenn nicht, dann wird es eher wieder so ein Mausrennen, wo du wieder oben die Zeit runterlaufen hast und nach 30 Minuten das komplette Rennen vorbei ist. Ähnlich wie letztes Jahr. Vielleicht ist aber auch ja so der Wettergott mit uns gnädig und es gibt wenig Regen oder gar keinen Regen, so wie es eigentlich auf meinem Handy angesagt ist. Wie gesagt, dritter Platz Sainz, zweiter Platz Sergio Perez und erster Max Verstappen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Abonniert gern kostenlos den Channel und schaut auch gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Ich habe viel Stuff für euch. Bis zum nächsten Mal und ciao.